Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben nun ja schon den ersten Gummi hergestellt. Jetzt wird wahrscheinlich hier von dem Gas alles voll sein. Deswegen müssen wir uns entweder über das Gas kümmern oder hinten die anderen auch mit anschließen. Obwohl, das sollte automatisch passieren. Gut, dann wenn wir uns ums Gas kümmern. Was machen mit Gas und was machen mit Gummi? Das klingt schwierig. Egal. So, dann werden wir hier eins so hoch. So, dann brauche ich hier... Ach nee, warte mal, ich wollte noch eine dritte Line umlegen. So, ich wollte hier noch eine dritte Line umlegen und eine dritte da drüben auch legen, in die Lücke rein. Da ist der Platz eh schon belegt. Hier kann ich es einfach in die Lücke reinlegen und hier kommt der Bahnhof hin, das passt schon. Den kann ich mir eigentlich schon mal holen. Ich brauche einen Zweier-Anlieferungsbahnhof. Auf einfach gemacht. Nee, den nehme ich nicht. Habe ich nicht noch irgendwo einen, wo ich links und rechts rangehe? Ein Zweier Abholbahnhof. Das ist ein Anlieferungsbahnhof. Wohl nicht so sehr. Schade aber auch. Na gut. Dann nehmen wir uns einfach so erstmal einen Bahnhof. Die Ferne. Ah, den liefern gleich viele Produkte an, nicht klar. So. Hier haben wir so einen, den ich suche. Den suche ich. Den hätte ich gern. So. Und zwar hätten wir den gern hier. Gucken wir mal, ob der hier reinpasst. Ah ja. Oder nicht. Das ist ja gar nicht mal so cool. Na gut. Dann müssen wir hier erstmal den Bahnhof reinbauen. Und dann ohne die Kiste, ohne die dicken Kisten, dann müssen wir mit dünnen Kisten und mit kleinen Kisten arbeiten. Bleibt nicht aus. Ist halt so. Gut. Na gut, dann holen wir uns einfach nur einen Bahnhof. Da wurde mir auch gesagt, ich soll die mal alle wieder irgendwie schick machen, beziehungsweise mal irgendwie wieder so zusammenbauen, dass ich die einfach nicht von überall mal zusammenkopiere. War ich denn jetzt hier? Habe ich denn die Bahnhof überhaupt weggeholt? Gerade eben. Habe ich hier geguckt? Irgendwo unten habe ich den weggeholt, ne? Ah ja, hier. Ich hole nur das Stück weg. So. Das brauche ich auf jeden Fall. Und dann müssen wir dann uns sowieso was Neues überlegen, ne? Wie wir da platztechnisch reingeschustert kriegen. Was ist denn hier? Kommt schon nicht mehr klar in meiner eigenen Welt. So. Da fehlt selbst der Bahnhof und alles. Naja, lass das mal da reinlegen. Ist auch noch falsch hier. Steuerung Z. Besser aus. So. So, und da kommt der Bahnhof hin. Ich noch einen, da ist noch einer. So, dann kommt der Kamera dahin. Grünkameraden haben wir nicht mehr. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Warum leuchtet das denn hier noch? Habe ich das noch nie angeguckt. Wir können dann auch sehen, was denn neu ist bei der Forschung. So. Da ist der grüne Kamerad. So. Wunderbar. Einmal frei. So kann das funktionieren. Nur jetzt muss ich mir... Meine Nase läuft gerade. Keine Ahnung, was das wieder soll. Müssen wir uns mit diesen Kisten hier begnügen. Beim Einladen. Und das so flach wie möglich machen. Und ich muss zwei Stoffe drin lagern. So, wie viel passt denn hier in jede Kiste rein? Das müssen wir dann mal rausfinden. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen. Also 80 Stacks, richtig? Mal 10 ist doch das. Ja.
80 Stacks, man hätte auch da gucken können, dass man nicht zählen muss, aber egal. So, das heißt 40 Stacks, bloß ein bisschen Luft lassen. 30 Stacks pro Kiste, pro Ware. Ein Stack, wir sind ein Stack von dem Gummi. Was ist einer aus zufällig? Ja, das weiß einer zufällig. Wir können da, glaube ich, mal... Achso, da kann man nicht gucken, ne? Wir können, die kriegen ja die Kiste nicht auf. Hundertes. 18 Stacks, 1,8K sind drin, also ist ein Stack 100. Gut. Also können wir 3K pro Kiste zulassen. Das wären 12K, das ist ja nicht gerade viel. Na gut, 24K, ne? Ja. Wirklich nicht gerade viel, ne? Da muss ich auf den anderen Seiten auch Kisten bauen, dass wir noch mehr zulassen können. Also ich will ja das schnelle Aufladen ja trotzdem haben. Oder das relativ schnelle Aufladen. Upsalat. So. So, dann hier. Rangehen. Und dann muss das hier, 1, 2, 3, hier, auseinandergenommen werden. Dann kriegt der hier den Teiler da dran. Der Teiler müsste eigentlich schon hier sein, ne? Oder hier vorne. Damit ich noch die Rauf- und Reinleger machen kann. Eigentlich müsste der Teiler mal hier liegen. So, so. Der dann hier drunter durch. Bis nach da springt. So. Und dann machen wir Express-Stapelgreifarm. Halt, Filterne. Nö, Filterne brauchen wir nicht. Das sind die flachste Form vom Bahnhof. Weiß ich nicht, ob ich die, das, ob man das so nennen kann. So. Aber dann können wir bis zu 48.000 insgesamt hier speichern und ich denke, dann sollte das also zwischenlagern. Obwohl. Jetzt habe ich gar keine mehr. Okay. Dann hätten wir doch durch Copy und Paste vielleicht ein bisschen was erreichen können. Egal. So. Copy und Paste müssen wir sowieso machen. Da hingreifen, da hinlegen. Da so. Du. So und so. Und du. So und so. Und dann kriegst du hier Kiste, Anschluss, Anschluss. So. Ne? Gut, dann... Da muss das Signal weg. Na, na. Moment, Signal wieder hin. Dann hätten wir jetzt doch einen weiter vorne. Na egal. So, dann hätte es ja wieder gepasst. Okay, dann brauche ich jetzt hier den Kameraden. So, und hier muss ich jetzt sagen, warte mal. Muss ich hier nochmal einen in die Richtung gehen. So. Und von der anderen Seite kommen ja Bäume. Wie weit habe ich da Platz gelassen? Auch jede Menge sogar. Von der Seite kommen ja dann die Bäume. So, das heißt, hier kommt der hin, der hin, der hin, der hin, der hin, der hin. So. So rum oder war das andersrum?
andersrum, ne? Nö, kann man so rummachen. Naja, dann. So. Wahrscheinlich war der auch schon falsch gebaut. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. So. Aber sollte genauso funktionieren eigentlich. Ob das jetzt nur hier aufgeteilt wird oder da aufgeteilt wird, ist ja nicht egal. So. Gut. So, dann kommt quasi von der Seite hier der erste Baum dran. Wo bauen wir denn da an? Hier oder da? Achso, warte mal, ich muss ja hier... Dann da wieder den Baut. So, ich muss ja hier die Verbindung noch wieder dran machen. So und 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 so. So, dann machen wir das hier dran. Dann machen wir das hier dran. Dann machen wir das hier dran. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Förderbänder. Was da dran? So. Und hier. Bringt der Kamerad von hier nach da. 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 Und naja, da kann er einfach so dran. So. 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 Und schon sind wir fertig mit der ganzen Soße. So, dann kommen hier... Achso, die stehen noch nicht. Die kann ich noch nicht einstellen. So, hier kommt dran... Wie viele Bäume sind in einem Stack? Ist das einfach zufällig aus dem Kopf? 28 ist schon mal eine Grundlage. Dann kommt ja nichts mehr. Was da los? Also Tree Seeds kommen hier nicht an. Hier liegt alles voll. So, weil die alles mit Bäumen voll liegt. Okay. Ja, nee, warte doch. Hier, warte mal, liegt voll. Ja, weil wir die Bäume nicht loswerden. Alles klar. Okay. Ich verstehe. Jetzt will ich aber wissen, wie viel ist ein Dings. Ah, okay. So. 200 ist ein Stack. So, Bäume kommen hier an. Rein mit den Bäumen so. Okay. 200 mal 80. Wenn 16k. So lange kleiner. 15.000. Solange Tree kleiner 10.000. So. 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 Dann hat sie das mit den Bäumen. So, und Gummi ist wirklich 100, ja? Willst du jetzt nochmal genau wissen? Aber dann kann ich ja bloß 7,5k sozusagen pro. Einlagern. Ja, Gummi ist 100. Naja, ich kann 7800 machen, aber. 7800 pro Kiste sind dann knapp 14.000 pro Station. Das ist gut. So, solange. Gummi kleiner. 7800. So. Hey. Gummi kleiner. Gummi. Gummi kleiner. Gummi ist natürlich blöd. 7800. So. Machen wir die beiden hier jetzt. So. Okay. So, dann können wir da jetzt schon mal.
Auch das mit anbinden. Wie viel habe ich davon jetzt schon wieder? Immer noch nur 20. Ah ja. Geh mal da dran. Oh, jetzt habe ich ein paar von den Robbys aufgenommen. So. Hätte auch nicht so knapp sein müssen, aber... So. So, und dann wollen wir jetzt hier noch einen dritten Strang durchziehen. Den ich dann immer springen lassen muss. Von hier bis da. Eigentlich kann ich die auch einen weiter hopsen lassen, aber das sieht schon mal ganz gut aus so. Der einfach als Sicherheitstransport gilt, damit etwaige Verlagerungs- und Verlangsamungssachen nicht ganz so auffallen, weil wir ja genau an der Transportgrenze sind. Ich möchte ja schon ganz gerne überbrückt wissen. Was sollte mache ich kleinmäßig sein hier? Wollte ich für das Schnurrbart oder das Schnupsen an der Nase und den nasalen Klang. Das war kurz vor der Aufnahme noch nicht da. Dass die Nase laufen wollte. Da hat bloß OBS heute irgendwie ziemlich lange gebraucht, um das Spiel abzugreifen. So, und jetzt müssen wir... Ach so, den hätte ich ja auch gleich einbauen können. Naja, egal, so. Ich weiß gar nicht, will ich den mit Richtungspriorisierung, dass er erst auf die äußere Bahn legt? Das will ich eigentlich nicht haben, ne? Ich will das nur als zusätzliches Laufband haben, damit da ein bisschen Material drüber läuft. Oben nach unten ist kein Problem, also... Ja, hier liegt da alles und liegt da hier schon die Hälfte drauf. Ne, das Band ist relativ schnell voll, ja. Was verteilt sich dann halt mit dem zweiten Band hier? Ja, das ist okay soweit. So. Oh. Hier nicht. Das wollte er gerade nicht. So. Und dann legt sich das nämlich hier drüber. Bis da hinten hin. Als zusätzliches Transportband. Schaut es euch an, wie sie alle losstürmen. So, und dann wird das hier aber so priorisiert. Dass es erst nach unten legt. Von hinten was kommt, das ist immer das untere Band quasi, das volle ist. So. So hätte ich das ganz gerne. Dann müssen wir jetzt hier an den Bahnhof dran. Mit einem so einem Kameraden hier. Und dann brauchen wir hier, habe ich schon in der Hand, den hier, in zweifacher Ausführung als Rücktransport. Ich weiß auch nicht, den könnte ich jetzt theoretisch sogar fast als vierfache, aber naja gut, wir müssen noch gucken mit dem Gas, wo wir da hinkommen, ne? Den wissen wir ja auch nicht ganz. So, so können wir aber erstmal arbeiten. So. So.
Der bringt sich dann hier ein. Da müssen wir auch gucken, ob wir da vielleicht eventuell den Aufbau ein bisschen so gestalten, dass da das sauber funktioniert. So. Also, dass wir es hier erstmal nur noch ganz oben legen oder vielleicht noch eine dritte Bahn durchlegen, die den ganz nach oben durchlegt. Alles klar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich das mit der laufenden Nase wegkriege. Damit ich mich beim nächsten Mal nicht mehr ganz so nasal anhöre. Bis dann. Tschüss.